Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Pollard und auf diesem Kanal mache ich dich digital fit. Und wenn du das letzte Video dir angeschaut hast, wie investiere ich in digitale Währung Part 1, dann weißt du jetzt schon, okay, was muss ich im Vorfeld so ein bisschen unternehmen, damit ich fit bin fürs Investieren in digitale Währung. Und nochmal kurz zusammengefasst, also lies Bücher darüber. Ich habe zweimal unter dem Video verlinkt und auch unter Part 1 unter dem Video. Oder schau dir YouTube-Videos an oder lies einen Blog darüber zum Thema Blockchain und zum Thema Kryptowährungen. Und dann informiere dich, wenn du sagst, okay, diesen und diesen Coin, der ist für mich sehr, sehr interessant, dann informiere dich wirklich bis ins kleinste Detail über diesen Coin, damit du wirklich überzeugt bist und alles verstehst, was dieser Coin denn ausmacht. Im Schritt 2 legst du dir deinen Anlagehorizont fest, das heißt, warum will ich investieren, wie lange investiere ich, und das schreibst du dann auf, weil dann hast du nicht das Problem, wenn die Kurse mal 70, 80 oder auch 90% in den Keller gehen und du von 1000 Euro vielleicht nur noch 200 oder 100 Euro übrig hast, dass du dann nicht irgendwie Panik bekommst und dann aus Panik verkaufst, sondern du hast, wie gesagt, deinen Zeithorizont, halte an dem fest und dann kann auch wirklich nichts schief gehen und du wirst meiner Meinung nach sehr erfolgreich damit werden. Und heute geht es in diesem Video um Part 2, denn jetzt endlich, wenn ich mich jetzt entschieden habe, diesen und diesen Coin zu kaufen, ich habe mich wirklich super damit beschäftigt, alles passt, ich bin wirklich überzeugt davon, dann, wie das muss ich jetzt machen, wie kann ich jetzt kaufen? Und als erstes suchst du dir eine Exchange, also eine Börse. Ich persönlich habe damals Bitcoin.de genommen, das ist eine deutschsprachige Börse, aus diesem Grund habe ich es auch genommen, weil, wie gesagt, alles auf Deutsch dort steht. Und aber es gibt verschiedene andere Börsen, das ist jetzt keine Empfehlung, dass ich sage, okay, du musst jetzt Bitcoin.de nehmen, sondern wie gesagt, such dir deine Börse aus und du musst auch bei den Börsen bitte gucken, weil nicht jede führt jeden Coin. Das heißt, wenn du jetzt Coin XY haben willst, dann musst du natürlich schauen, welche Börse führt den überhaupt. Wenn du dann dich dort angemeldet hast und du hast dann dein Euro gegen dein Coin getauscht und der Coin wurde dir auf der Exchange gutgeschrieben, das geht meistens innerhalb von wenigen Minuten, dann kommt Step 2, dass du dir sagen musst, okay, wie lagere ich denn jetzt meinen Coin? Wenn du sagst, ich habe jetzt angefangen, habe ein paar wenige Euro eingesetzt, dann würde ich dir natürlich empfehlen, diesen Coin auf der Exchange zu lassen. Das hat den Vorteil, dass du natürlich wieder schnell verkaufen kannst oder wenn du die Absicht hast, damit vielleicht irgendwie zu bezahlen, dann letztendlich, wie gesagt, macht es Sinn, den immer auf der Exchange zu haben, wie quasi auf dem Bankkonto. Wenn du aber sagst, ich habe jetzt eine größere Summe eingekauft und möchte sicher gehen, dass nicht irgendwie meine Exchange gehackt wird und mir mein Coin geklaut wird, was ja schon diverse Male vorgekommen ist bei diversen Exchanges, dann würde ich dir empfehlen, so ein Ledger zu kaufen. Das ist so ein kleiner USB-Stick, wo dein privater Schlüssel quasi darauf verwaltet wird und du sendest dann von deiner Exchange mit quasi so einer Art Kontonummer dein Coin auf deinen Stick und lagerst den damit natürlich dann sicher ein und dir kann keiner diesen Coin wegnehmen. Solange du diesen Private Key, also deinen privaten Schlüssel, nicht irgendjemand anderes gibst, ist es unmöglich, dir diesen Coin wegzunehmen. Nachteil ist natürlich, du kannst nicht schnelles Handeln damit. Das heißt, wenn du sagst, ich will jetzt, weil der Kurs mal ein bisschen runtergegangen ist, jetzt schnell verkaufen, das ist nicht so einfach möglich. Du brauchst schon ein bisschen gewissen Zeit, weil du erst von diesem Stick, von diesem Ledger wieder auf deinen Exchange transferieren musst und von der Exchange dann verkaufen musst. Also für schnelles Handeln ungeeignet, für langfristiges Investment und Halten des Coins macht es auf jeden Fall Sinn, dir langfristig diese Wallet zu kaufen, diesen Ledger zu kaufen, macht wirklich extrem Sinn. Und dann heißt es, Schlaftabletten nehmen und warten. Und als Empfehlung dazu, ich habe es gemacht, die ersten Monate habe ich mir nicht die Kurse angeguckt der Kryptowährung, in denen ich investiert war, sondern ich habe wirklich komplett alles ausgeblendet, so gut es ging, habe nicht immer diesen Stick reingesteckt und gesagt, oh Gott, wo steht denn jetzt der Kurs? Sondern, wie gesagt, habe dann, um einfach diese Furcht zu bekommen oder wenn der Kurs mal so 20% unten geht, die Angst zu bekommen und sage, okay, habe ich wirklich das Richtige getan? Ich habe es einfach nicht gemacht und irgendwann nach einer gewissen Zeit, wo man dann so mal ein 80% Minus mitbekommen hat oder auch fast ein 100% Plus mitbekommen hat, dann wird man auch ruhiger drin. Und nach so einem halben Jahr ungefähr habe ich das erste Mal so wieder mal drauf geguckt und habe auch nachgekauft. Und letztendlich, jetzt gucke ich mir auch die Kurse an und werde auch nicht nervös, wenn es mal dann wieder über Nacht 10-15% nach unten ging. Oder auch wenn es mal wieder 30-40% nach oben ging, dann kriege ich auch keine Panik und sage, okay, jetzt werde ich gleich Millionär sein.
Das passiert bei mir nicht mehr, weil letztendlich, wenn man irgendwann länger dabei ist, dann hat man eine Routine drin und lässt sich nicht von diesen ganzen Mediengewittern irgendwie beeinflussen. Deswegen schau dir am besten die Kurse erstmal nicht an, ein paar Monate. Und nach ein paar Monaten, wenn du ein bisschen drin bist in dem ganzen Thema und du merkst, das tut nicht weh, dann kannst du dir auch die Kurse dir gerne mal anschauen. Nur ein kleiner Tipp. Ansonsten, wenn du sagst, das hört sich alles ganz cool an, so grob das Ganze gehört zu haben, dann wird es von mir in den nächsten 1 bis 2 Wochen einen Udemy-Kurs geben. Da geht es genau um dieses Thema Blockchain, Kryptowährung, was ist das überhaupt, welche Vor- und Nachteile hat das. Und es wird auch ein Kapitel geben, wo ich wirklich tief reingehe und Schritt für Schritt dir erkläre, wie kaufst du denn eine Kryptowährung. Ich werde das Beispiel Bitcoin nehmen, weil es die größte Kryptowährung ist. Und dann werden wir wirklich Schritt für Schritt das Ganze durchgehen. Ich werde es dir auf Flipchart ranschreiben und dann kann es wirklich nicht schief gehen. Und der Kurs, der wird auch nicht sehr teuer sein. Also, wie gesagt, schau auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Dort werde ich dich dann informieren, sobald der Kurs online ist. Du folgst mir noch nicht auf Social Media, auch kein Problem. Unter diesem Video findest du den Link zu Facebook, zu Instagram, zu Twitter, wo auch immer du mir folgen willst. Und darüber werde ich dich informieren. Wenn dir das Video aber schon geholfen hat und du sagst, okay, jetzt habe ich einen kleinen Überblick, auf was muss ich achten, wenn ich sage, ich möchte so eine digitale Währung, also eine Kryptowährung kaufen, dann freue ich mich natürlich, wenn du sagst, das hat mir wirklich gefallen, das hat mir weitergeholfen, indem du einmal auf Gefällt mir drückst hier auf YouTube oder auch auf IGTV, je nachdem, wo du jetzt dieses Video guckst. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten empfehle das Video gerne weiter an die Leute, wo du weißt, die wollen auch einsteigen in dieses ganze Thema. Und sonst wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Dein Thomas.